Und hallihallo und willkommen zurück. Ja, ich bin schon unterwegs zu den Raptoren. Wir haben ja jetzt wieder Pfeilbestand aufgefüllt. Und natürlich nehmen wir das Kraut hier noch mit. Ich gehe hier mal kurz in die Luft und gucke mich mal so ein bisschen um. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo die waren. Aber wir tasten uns hier ein bisschen ran, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, waren die auf der Hälfte hier oder waren die auf der anderen Hälfte? Ich will auch nicht zu dicht dran, weil, so ehrlich gesagt, habe ich auf Sterben nicht so richtig Bock, ne? Oh. Oha. Okay, alles klar. Oh, komm. Das geht schon klar, ne? Diesen Kritter. Ich weiß gar nicht, warum der erste Schuss so erbärmlich war. Oh, was liegt denn da vorne? Ist da wieder ein Setzerbrot? Ah, da drüben ist keins. Schade eigentlich. Ich hätte gerne ein paar mehr gehabt. So. Also Bogen müssen wir finden, ne? Wir müssen die Raptoren. Ach, siehste, ich habe ja ganz vergessen. Ich wollte den noch ansprechen. Das machen wir mal. Wir sprinten da mal kurz zurück. Wir waren ja nicht allzu weit weg. Wegen den Raptoren. Wir haben ja ein paar getötet. Vielleicht kriegen wir ja auch so die Erfahrungspunkte. Vielleicht haben wir ja die großen Raptoren des Nordens getötet. Man weiß es ja nicht. Deswegen mal hier. Wegen den Raptoren. Wegen der Raptoren. Ja. Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ja. Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Mein Nebenmann muss die Stellung halten, wenn's brenzlig wird. Noch einmal so einen Reinfall wie mit Lennart kann ich mir nicht erlauben. Du hast noch nicht mal eine Wunde. Nee. Du kannst dich auf mich verlassen. Nein, Geron vertraut dir nicht. Wegen der Raptoren. Hast du ihre Fährte schon aufgenommen? Wie gesagt, sie lauern in der Nähe und wechseln ständig ihre Position. Ja, ja, okay. Aber wenn ich die Zeichen richtig deute, halten sie sich derzeit westlich von hier auf. Das ist doch mal eine Ansage, okay. Die erledige ich im Alleingang. Dann setz mich noch schnell als deinen Erben ein. Egal wie stark du sein magst, das ist nicht nur gewagt, das ist lebensmüde. Lass dich überraschen. Wirklich mal, ey. Auf der Lauer. So, im Westen von hier. So, Westen ist dann folglich da. Das war ein bisschen lebensmüde gerade. Aber ich habe ja nochmal gerettet gekriegt. So. Ich brauche nur eine Erhöhung, ne? Wenn die unten stehen und nichts machen, dann sind die alle kein Problem. Da sind sie ja, okay. Das war nicht so cool, aber das ist cooler. Kommen die? Na komm, du Schnösel. Ich weiß ja gar nicht, ob ich treffe jetzt, aber... So doof könnt ihr ja noch nicht mal sein. Alter, was ist denn hier los? Kommen die jetzt alle hier rüber? Na. Hä? Kommen die echt so einen beschissenen Weg jetzt? Wieso denn das?
Hey, Kleingeburten. Wir sind aber schon recht groß, ne? Ja. Oh, da Mike aber viel Schaden. Das könnte ein Weilchen dauern, ehrlich gesagt, Jungs und Mädels. Mit Magie wäre es ein bisschen besser, glaube ich. Ich darf nicht so viele daneben schießen. Er hat da ja nach und nach immer mehr Pfeile. Das wäre natürlich auch eine Sache. Alter, Alter, Dauer, Dauer. Eieiei. Und nicht mal ein Crit-Treffer oder so. 40. Wow. Und das für einer. Er hat aber einen schönen. Was sind das? 8 Stück sind hier, ne? Und wenn die jetzt da hinten lang machen und da am Weg haben, ne? Dann sieht es aber sehr bescheiden aus. Die hauen wirklich ab. Der haut ja wirklich ab. Was ist denn das für ein Kack? Moin, Mäuschen! Na, Hallöchen! Ja, du bist aber schon nah gewachsen jetzt. Ne? Oh, also, ich hab schon hier 50 Dinger drin geballert. Glaub nicht, dass ich da mit Schwert oder sowas irgendwas machen könnte. Aber wenn ich erstmal ein paar weg habe, sind es ein paar weg. Oh Gott, ey. So. Bam, 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 bam. Du musst noch 40 für Mutti lassen, ne, Digga? Ah, das hätten sie ja ein bisschen. Ja klar, für mich ist cool. Aber ist jetzt nicht der spannendste Kampf, ne? Ah, ich habe 40 gesagt, der hat nicht richtig hingehört. Und einer fehlt ja noch, denn. Ja, ich muss den erstmal neu holen. Neues Material zum Cheaten. Ich würde es ja gerne mal probieren, denn, ne? Ich esse mal einen Schnitzel zur Abwechslung. Nicht, dass ihr denkt, dass ich, nur schieße, ne? Das machen wir natürlich nicht. Also wir machen hier schon Abwechslung pur, ne? In diesem Spielgame. Oh, da kann aber was werden, aber. Oh, den Krieg noch down. Yeah! Muss der andere Friemel? Ach, da steht er ja. Ja, würde ich jetzt hier stehen bleiben, du dumm Brot. Also sollst mal mehr abhauen. Okay, speichern. Dann nehmen wir mal unsere geile Axt. Und dann? Geronimo-mäßig.
Boah, gar keinen Schaden macht. Gar keinen Schaden. Gar keinen Schaden. Und Hälfte Schaden. Aha. Ich wollte ja eigentlich was drücken, aber anscheinend habe ich die falsche gedrückt. Ja, das war eine spannende Angelegenheit auf jeden Fall. Mann, 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 bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Also ohne Pfeil im Bogen hat sich der Teil hier auch geschissen. Ich guck mal noch, ob der vielleicht wieder ein paar Pfeile hat. Ich weiß ja nicht. Ich könnte auch probieren, irgendwo zu schlafen. Ich guck mal da oben nach, ob man da schlafen. Achso, da kam ich. Vielleicht hat er ja am nächsten Tag gleich wieder ein paar Pfeile. Dann müsste ich aber darüber, ne? Oh. Also das wollte ich jetzt eigentlich noch schaffen, weil der... Na klar, ist ein bisschen dämlich, da die ganze Zeit da drauf zu hauen und eigentlich nicht zu machen, ne? Aber... Ihr wisst ja, so kurz vorm Ziel, wenn man es eigentlich doch schafft, dann möchte man das auch schaffen. War hier nicht ein Bett drin? Hier ging es auch nach unten, aber nicht wirklich. Hier könnte man, darf man aber nicht. Durfte man jetzt hier schlafen? Da, Schlafplatz. Nee, Schlafplatz. Nee, nicht Schlafplatz. Oh, das ist aber doof, ne? Normalerweise ist doch hier immer ein Schlafplatz. Aber nicht hier, okay. Ja, dann müsste ich ja... Wo war denn der letzte Schlafplatz? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme erstmal das hier. Da oben denn, oder was? Ich glaube, von da kam ich, ne? Ja, da ist doch eigentlich die blöde Ranke des Verderbnis, ne? Wo wir dachten, da gibt es irgendwie übelst Loot. Aber sollte nicht so sein. Dann gehen wir hier nochmal schnell schlafen und dann gehen wir nochmal zu Meister Nase. Und hoffen wir mal. Weil ich glaube, dass man wirklich am nächsten Tag wieder was kriegen könnte bei ihm. Mehr Hühnchen. Mehr blöde tun. Aber kein gewöhnlicher Beißer. Da habe ich mich deutlich mit dem falschen Beißer angelegt. Alter, dass man hier gegen die Viecher so gut wie keine Chance hat, ne? Hau bloß ab. Klar, ich hätte ausweichen können und so weiter und so fort. Naja. Ja, wirklich die besten Heiltränke hier verbraucht man. Kuh, drück doch Kuh! Kuh! Mach doch! Er macht das einfach nicht! Was ist denn los mit ihm? Ist der Hässle? Na, das gibt's doch gar nicht, wa?
Das gibt's doch gar nicht, dass so ein hässliches, kleines Mistvieh... Nein! Jetzt bin ich ja hier. Okay, ich renn schnell offscreen rüber, probiere das Ganze nochmal. Ciao. So, moin zurück. Ja, Runde Nummer 2, dieses hässliche Vieh ist immer noch da und ich probiere es einfach nochmal, ne? Diesmal habe ich abgespeichert davor. So einfach kommst du mir jetzt nicht davon. Ich muss kämpfen lernen. Dreier-Attacke, okay. Eins. Eine Attacke, okay. Eins, zwei, drei. Okay. Das war ein guter. Guter Hauer war das. Okay. Musst du kämpfen echt lernen. Okay. Er machte mal einen Dreier bei diesem Anlauf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Naja, ein bisschen schlecht ausgewichen. Okay, pass auf. Eins. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, da war die Q-Taste. Warum kam die davor nicht? Verdammte Axt. Ja, jetzt war die easy, ne? Das ist beim zweiten Mal immer easy. Ich weiß gar nicht warum, ey. So, fressen muss ich auch nichts, weil ich gehe ja jetzt schlafen. Wir schlafen natürlich bis zum nächsten Morgen. Zack. Ist mal der Tag vorbei. Richtig geil. Richtig cool. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, bei welcher Minute ich offscreen gegangen bin und wann ich mich jetzt wieder eingeloggt habe. Aber naja. Ich sag mal so, alle. Ach, war hier nicht Mörchen drinne? Mit seinem Bruder? Isa? Kral? Hier war doch Kral drinne. Oder was? Bin ich mir recht sicher. Das kommt. Power haben wir. Sieht das so aus hier. Na, ah, hier hätten wir auch schlafen können. Und ich mach mir diese mega Mühe. Ach scheiße, ich muss da hin. Und mach wirklich diesen mega Weg da lang. Oh, ein Kraut. Um den Kräuter zu sammeln. Das ist wenigstens mal gut. So. Ach, da oben muss ich ja lang. Stimmt, die Brücke nehmen hier. Alle, ja. Geil. Das war ein guter Move. Der war richtig herzenserwärmend. Ja, leider sind auch... Boah, was ist das denn da oben? Habe ich ja auch noch nie gesehen. Das sind Röhrchen und so. Und da so ein richtiges... Oh, ein richtiges fettes Haus. Sieht ja fast aus wie Resident von Ragnar's Rocks. Rocksnacks, Racks. So, zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Es kommt, bitte, bitte, bitte. Yeah! Mann, bin ich cool. Ja, und damit kriegen wir das doch auch jetzt richtig schnell platt. Ja, na klar. So, dankeschön. Ich hoffe, das kostet 5000 jetzt gleich. Dass sich das auch richtig lohnt. Auf jeden Fall. So, wo waren das jetzt? Der war hier drüben, ne? Auf jeden Fall ein westlicher Region. Da ist er doch. Hi, moin, Mäuschen. Hi. Hi. Nicht wieder weggehen. Komm, das Spiel ist scheiße, was du machst. Ja, so ist gut. Ich kann ja auch nicht dafür, dass Gott dir keine Spuckfähigkeit gegeben hat. Ja, so ist gut. Ja, genau. Und gib mir dein schönstes Lächeln. Das kommt, wir machen so ein bisschen Shooting hier. Genau. Mach den Step nach rechts. Yeah. Und ein schönes Lächeln. Nee, wo willst du denn hin? Hier ist der Fotos. Der Fotoshoot. Wo willst du denn hin? Bleib doch mal stehen. Komm, du wirst so oder so sterben. Wir wissen es beide. Wir wissen es alle. Ja, Brüne mal für uns. Ja, yeah, Mäuschen, Wasserspiele. Genau das wollen wir sehen. Es kommt jetzt nochmal eine richtige Pose. Reiß doch mal die Arme nach oben. Reiß die Arme. Ja, genau. Zeig mir doch mal deinen Schwanz. Reiß ihn empor. Und die ganzen schönen Beißerchen. Du machst doch richtig geil. Oh ja, Baby. Gib alles jetzt. Es dauert nur noch ein paar Bilder. Noch ein paar Bilder brauche ich noch für die Mappe. Los, komm. Gib mir dein Schönstes. Ja, das kommt. Spritz noch ein bisschen mit dem Wasser rum. Los, komm, komm, du kleine.
schuppige... Eine Amphibie ist das ja nicht, ne? Oh, 1400 Erfahrung. Leck mich im Arsch. 1400. Oh, und da, oh, ein Setzling. Oh. Ich bitte es immer noch, die Setzlinge ihnen geben, weil ja diese blöde Frigile, die will ja nichts anderes geben. Was kriegen wir denn hier eigentlich? Krache 10 Knochen? Oh Gott, ist das laut. So, so ein Wasserstart mache ich nicht so oft. Das ist ja richtig laut. Ey. Oh, was ist das denn? Ja, wir gehen gleich zurück. Ich wollte erstmal gucken, was hier ist. Kann ja sein, dass hier noch... Sehe ich hier noch? Ich gehe ja trotzdem mal lang. Nee, da, das ist wie ein Hinterhalt. So blöd bin ich nicht. Überhaupt ist da keine Heilpflanze. Wäre da eine Heilpflanze, würde ich den Hinterhalt da mal reinlatschen. Aber sonst so, ne. So doof bin ich nicht. So. Cool. Ja, war da easy. Ist gar nicht... Ah, ging auch schnell, fand ich. Also. Lange hat es jetzt nicht gedauert. So. Ich weiß nicht, was das für eine Pose ist, aber... Ist halt so, ne? Man kann nicht alles erklären, so auf der Welt. So, was haben wir hier denn? Hier ist auch... Oh, Setzerbrot. Och, ich hab's gar nicht gesehen. Da ist nochmal Setzerbrot. Ist da drüben auch nochmal Setzerbrot? Ich will noch mehr Setzerbrot. Was ist das da vorne? Da gehen wir danach mal gucken. Ich will erstmal die Aufgabe gleich abgeben, weil dann wird der Jute aber richtig mal stolz sein. Kleine Mana-Pflanze. Flange. Hier ist nochmal Energiespeicher. Wichtig. Oh, und ganz viel Elixid. Oder Elixid heißt es ja immer. Oh, was ist das denn? Metallschrott. Haha. Nochmal Metallschrott. Haha. Ganz viel Metallschrott. Die haben ja hier richtig sich ein Lager gemacht, die Juden. Richtig. Ich hab was gehört. Richtig wunderschönes Lager haben die gemacht. Ich könnte ja auch mal gucken, gleich auf der Karte. Hier, das habe ich natürlich schon von Weitem gesehen, ne? Und natürlich ein großer. Ja, mit 50. Yay. Nee, aber wo er seine komischen Setzerbogen hat. Weil jetzt, denke ich, jetzt schaffe ich alle Gegner. Oha. Und er, glaube ich, auch. Er ist auf jeden Fall fit. Fit. Er ist ein Vieh und ist fit. Ich markiere das schon mal, das, die andere Aufgabe hier mit den hier Elknalus Ballus. Und zwar halber. Nee, das muss ja Jagdverlust. Genau, das muss es sein. Y. Das drücken wir und dann kommt es. Jagdverlust. Ah, muss da sein, okay. Ist aber schon. Na gut, dann gehen wir erstmal zu ihnen zurück. Weil ich glaube, wir haben schon eigentlich Übertime. Aber die will ich noch abgeben. Und ja. Dann habe ich die dann schon mal abgeben, ne? Ah, hier ist die Brücke, okay. Ja, da wird er aber große Augen machen, ne? Und ich werde so tun, ob werde das Einfachste von der ganzen Welt. Das wirklich Einfachste. Da war ich schon mal drin, ich wollte trotzdem noch mal rein. Um zu gucken, vielleicht hat er in einer Zichte mehr hingelegt, weil er... Raucher ist. Gut, schauen wir mal nach hier. Wegen der Raptoren. Die lauern niemandem mehr auf. Jetzt kann Geron endlich wieder durchatmen. Aha. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Damit hast du dir meinen Respekt verdient. Aha. Dafür, dass mir die Biester nicht mehr mein Revier streitig machen, sollst du einen fairen Anteil an der Beute bekommen. Und der viel größere Verdienst ist, dass du mir gezeigt hast, dass manch einer da draußen nützlich ist. Das hätte nicht jeder geschafft. Das stimmt. Nur einer, der eine Speichern- und Laden-Button hat auf jeden Fall. Und der ganz viele Pfeile kaufen kann bei dir. Was steht als nächstes an? Große Pläne schmiede ich nie. Aber eine Sache gibt es dann noch. Erzähl. Die wäre? Ein frisch gebrautes Bier trinken. Es ist schon viel zu lange her, dass ich eines hatte. Nur müsste ich dafür nach Goliath und das möchte ich gerne vermeiden. Darum bleibt nur der Griff zum Wasserschlauch. Spar dir die Reise hier. Du gibst es Geron? Einfach so? Dadurch werde ich auch nicht ärmer. Das ist sehr großzügig von dir. Danke, Junge. Kein Problem. Wir gucken mal ganz kurz noch, weil ich würde mich gerne mal informieren,
wo wir jetzt hier so sind. Ah, guck mal, der Balken ist so, man sieht es ganz schwach so. Ihr seht das wahrscheinlich gar nicht. Guck mal ja alle rüber auf euren Monitor. Also ich höre mal da mit der Maus auf. So ein Stück fehlt nur noch. Da, wo die Maus anfängt, da müssen wir hin. Und so ein fehlt nur noch. Ne? Also wir haben es fast geschafft. Dann werden wir mal Geschicklichkeit ein bisschen hoch machen. Damit wir Geschicklichkeit hoch machen. Ja. Also, denn bis zum nächsten Mal. Wir gehen dann hier zwischen die zwei Eichen der Wollust. Mann, haben wir geile Bilder geschossen, ey. Bin so richtig stolz auf uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.